Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr steht am Ufer, zwei Enten schwimmen auf dem See, ihr habt ein Stück Brot. Und ihr werft jetzt das Brot genau zwischen die beiden Enten. Und zwar so, dass beide sich eine Chance ausrechnen. Dann schwimmen die auf dieses Brot zu. Und dann ist es nicht so, dass wenn die da sind, dass die eine sagt, hey, nimm du, ach komm, nimm du, ich hatte heute Morgen schon Brot. Sondern die, die zuerst kommt, die schnappt sich das und schwimmt weg. Und die andere, was macht die? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die schwimmt jetzt nicht beleidigt zum Ufer und sagt, blödes Brot, die andere Ente, die mochte ich sowieso nie. Was soll denn das? Und das Leben ist Mist. Sondern, die bestimmt schon mal gesehen, die schüttelt sich einmal durch das ganze Gefieder. Der ganze Stress wird bewegt und verarbeitet. Und weil sie den Stress verarbeitet, kann sie ganz relaxed nächstes Mal zum Stück Brot schwimmen, sich mit der anderen Ente gut vertragen und ist auch nicht beleidigt. Ich bin früher, wenn ich zur Schule gegangen bin, bin ich nach Hause. Und dann bin ich rausgegangen. Dann habe ich bei Freunden geklingelt. Dann haben wir zusammen Fußball gespielt. Wir haben uns bewegt. Wir haben getobt. Und durch die Bewegung, durch die bilaterale Hemisphärenstimulation der Links-Rechts-Koordination von Bewegung können sich Dinge verarbeiten, die am Tag schon da sind. Wenn ich früher ein Tor geschossen oder schlimmer daneben geschossen habe, habe ich mich furchtbar aufgeregt. Dann bin ich aber wieder übers Feld gerannt, weitergerannt und dann war es gut. Heute schießen die Kinder auch daneben und auch Tore. Die sitzen aber vorm Rechner und bewegen sich nicht gleichmäßig bilateral. Und dadurch entsteht ganz viel Stress, der nicht verarbeitet wird, während sie ähnliche Dinge erleben wie ich früher.